Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion am heutigen Freitag und wir beginnen gleich mit dem sensationellen Sieg von Dorothea Wira beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Die 25-Jährige aus Rasen holte sich im 15-Kilometer-Einzelbewerb ihren zweiten Weltcupsieg nach Östersund im Dezember und das trotz erst überstandener Grippe. Überragend war ihre Leistung am Schießstand, wo sie nicht nur fehlerfrei blieb, sondern auch unglaublich schnell abzog. Aber auch in der Loipe überzeugte Wira mit der fünftbesten Zeit. Am Ende hatte sie fast eine Minute Vorsprung auf die zweitplatzierte Kaisa Mäkäräinen. Federica Sanfilippo aus Ridnaun wurde ausgezeichnete Achte. Weltcup-Punkte gab es auch für die junge Grönerin Alexia Rungaldir. Da können wir uns nächste Woche auf die Rennen in Antholz freuen. Einen Weltcup gibt es aber schon an diesem Wochenende in Südtirol, denn am Wattles sind die Skicrosser zu Gast. Marco Tomasi und Stefan Tanai werden morgen beim Finale dabei sein. Beide überstanden gestern die Quali, während die beiden Damen Bixner und Wolfsgruber ausschieden. Die Alpinen kämpfen schon heute um Weltcup-Punkte. Manuela Mölk bestreitet am Abend den zweiten Nachtslalom in Flachau. Peter Phil, Christoph Innerhofer, Dominik Paris und Sigmar Klotz sind hingegen in Wengen bei der Kombination am Start. Nach der Abfahrt hat Dominik Paris die beste Leistung der Südtiroler gezeigt. In der Ebel-Eishockey-Meisterschaft kommt es heute um 19.15 Uhr in der Eiswelle für den HC Bozen zum wohl wichtigsten Match des Grunddurchganges. Denn am vorletzten Spieltag empfangen die weiß-roten Dornbirn. Mit einem Sieg würden sie einen entscheidenden Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme setzen. Wenn die Partie allerdings verloren geht, würden die Chancen auf einen Top-6-Platz drastisch schwinden. In der Serie A wurde bereits gestern die 30. Runde ausgetragen. Tabellenführer Ritten besiegte zu Hause Italien-Pokalsieger Valpellice mit 2:0 Turm. Entschieden wurde die Begegnung erst im Schlussdrittel, als Brendan Cook einen Schuss von Max Ploner zum 1:0 ablenkte. 10 Minuten vor Spielende machte Julian Kostner in doppelter Überzahl alles klar. Der neue Torhüter von Valpellice, Conway, konnte einen Schuss von David Ceresa nicht festhalten und Kostner staubte zum 2:0 Endergebnis ab. Für die Rittner der 8. Sieg in Folge, für Schlussmann Andrew Engelage bereits das 8. Shootout. Im einzigen Südtiroler Derby des Abends feierte Pustertal gegen Grün nach einem 1:2 Rückstand einen 5:2 Auswärtserfolg in Wolkenstein. Sterzing ging hingegen bei Altmeister Cortina 3:6 unter. Neuzugang Taylor Steffischen erzielte bei seinem Serie A-Debüt einen Treffer und Fassa bezwang Meister Asiago 5:3. In der Tabelle führen die Rittner Burm mit 76 Punkten vor dem HC Pustertal mit 65 und Sterzing mit 48 Zählern. Der HC Grün bleibt Tabellen-Siebter mit 30 Punkten. Ausgelost wurde in der heutigen Nacht auch die erste Runde der Australian Open, wo ja im Vorjahr Andreas Seppi Roger Federer bezwingen konnte. Der Kalterer trifft auf den Russen Gabashvili, Nummer 50 der Weltrangliste, gegen den er schon im Vorjahr bei den US Open und 2011 in Roland-Garros gewinnen konnte. In den direkten Begegnungen steht es 6:2 für Seppi, der in Melbourne satte 180 Punkte verteidigen muss. Sollte er wieder in die dritte Runde vordringen, dann würde er auf die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste auf Novak Djokovic treffen. Das waren die Meldungen des Tages von der Sportnews-Redaktion. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende.